Moin Leute, da melde ich mich mit dem 39. Teil. Ich glaube, das ist immer noch richtig, 39. Teil Kameradschaft Werwolf. Thema Berlin, jetzt nimmt es wirklich Fahrt auf. Immer wieder, wenn ich mich auf die Serien so vorbereite, ein bisschen, ich habe ja 5 Minuten Vorbereitung, denke ich mir immer, meine Güte, was hast du da gemacht, was hast du dir da gefallen lassen, warst du so blind? Welchen Beitrag hast du auch geleistet dazu, ja, wie hast du dich verhalten, was für ein Schwein warst du, welche Zusagen hast du gemacht und nicht eingehalten und so weiter, also da denke ich schon sehr intensiv drüber nach. Es ist aber bei diesem Thema ist es so, dass ich wirklich mich so doll habe blenden lassen und habe auf dieses Große gehofft, dieses. Bei mir waren die Gefühle vermischt zwischen diesem Jugendidol, irgendwie der Band Lanza, Lunikov, dieses Milieu da. Und da habe ich mich eher von meinen rein programmierten Gefühlen Anfang meiner Radikalisierung verleiten lassen, anstatt genau auf die Leute zu gucken. Ich habe sonst eigentlich ein ganz gutes Gespür für Menschen, wenn ich sie ein bisschen kennengelernt habe. Aber hier war so ein bisschen der Fanboy auch mit drin und das hat wahrscheinlich viel bei mir in meiner Wahrnehmung zerstört. Also nur, dass man das immer ein bisschen versteht, weil ich werde natürlich versuchen, das so darzustellen, wenn Leute sagen, warum immer weiter? Das ist vielleicht die kleine Erklärung vorweg. Bolz und schlägt vor, lass uns einen Laden machen in Berlin. Ich sage aber, dein Bandkollege betreibt einen Laden in der Nähe von Berlin. Ja, das ist egal, da gehen die nur hin, weil sie keine andere Wahl haben und so weiter. Wenn ich was machen würde, wenn es unter meinem Namen laufen würde, dann würden alle zu mir kommen. Ja, das ist so, da habe ich mir so gedacht, okay, er macht jemanden, mit dem er so lange Musik macht, wo ich gedacht habe, die sind auch befreundet und so weiter. Wenn er den schon so schlecht macht, dann ist es nicht weit weg, wenn ich nicht da bin, dass ich genauso schlecht gemacht werde. Aber das jetzt in der Nachbetrachtung wieder. Und dann werden die alle zu mir kommen. Ist ja auch mal aufwendig, da rauszufahren. Ich glaube, es war in Henningsdorf. Und Bolz sagte jetzt, ja, lass mitten in Berlin was machen. Und ich sagte so, ja, welcher Kiez schwebt dir denn davor? Und er sagte, ja, so Oberschöneweide oder so. Da sollte. Es galt dann so damals in Berlin so als Nazi-Kiez oder als national befreite Zone, No-Go-Area. Das weiß ich alles nicht so. Ich war in den Themen nicht so drin, das wurde mir dann so verkauft. Und ich sagte so, ja, okay, aber sind kurze Wege auch für die Leute der Antifa oder von allgemeinen Antifaschisten oder Leute, die keinen Bock haben auf einen Nazi-Laden so, sind das kurze Wege. Das ist was anderes, als wenn man das jetzt noch irgendwie in Wismar, Rostock, Schwerin oder so durchzieht. Ja, kein Hate gegen Mecklenburg-Vorpommern, wunderschönes Bundesland. Und eigentlich wusste ich, scheiße, das kann nur irgendwie floppen. Ich kenne auch die Kosten von einem Laden. Du hast die Miete, du hast die Fixkosten, selbst wenn du Telefon, Internet und sonst was brauchst, ja. Irgendwelche Gebühren fallen dann auch immer an. Dann kommt noch die IHK um die Ecke. Natürlich dann die ganz normalen steuerlichen Sachen. Dann muss da jemand drinstehen. Der ist mal krank, der hat mal Urlaub und so weiter. Muss so ein Laden schon ganz schön was abschmeißen. Du hast den Wareneinsatz. Du hast unvorhergesehene Kosten, die passieren können. Ich bin auch immer davon ausgegangen, dass irgendwelche Scheiben gehen kaputt. Und trotzdem wusste ich das alles im Kopf schon bei dem Gespräch, wo er mir das vorschlägt, lass einen Laden in Berlin machen. Wusste ich eigentlich schon, ist eine scheiß Idee. Aber das habe ich nicht so direkt kommuniziert und ich habe es auch nicht gesagt und habe gesagt, ja, klingt ja gar nicht nach so einer schlechten Idee. Und dann habe ich mich von den Argumenten, die mir entgegengeschmissen worden sind, auch zu leicht überzeugen lassen. Ja, du hast die Ware ja eh liegen und das bisschen Miete spielen wir rein. Ich suche da einen Laden raus und ich stelle mich da ja selber rein und dann gucken wir erstmal, wie der läuft. Und dann, wenn der Laden ins Laufen gekommen ist, dann kannst du mich anstellen. Erstmal machen wir irgendwie auf 450-Euro Basis und ein bisschen Cashgeld. Da habe ich gedacht, ja, okay, 450-Euro Basis, bisschen Steuern da oben drauf und dann von den Hardcore verbotenen CDs, wenn die da verkauft werden, dann kriegt er davon nochmal einen Obolus, holt sich wahrscheinlich noch was vom Amt, da war die Rechnung komplett. Ja, so denkt man dann da auch. Auch, das ist so, ganz viele haben ja drunter geschrieben, auch so über den Sänger der Band Lanza, der Lunikov, dass der in seinem Leben noch nicht einen Tag richtig gearbeitet hat. Und da wird immer so argumentiert, für diesen Staat will ich ja nicht arbeiten und will keine Steuern zahlen für diesen Staat, weil ich ja diesen Staat abschaffen möchte, deswegen will ich auch nicht arbeiten.
Klar kann man sich das alles so schön hindrehen, ja, ist aber auch sehr bequem, dann 40 Jahre irgendwie in der sozialen Hängematte. Und von daher war das da genauso, stand es immer zur Debatte. Und so argumentieren dann Extremisten immer, ja, ich will ja diesen Staat und dieses System abschaffen, deswegen ist es ja gut, wenn ich dann auch irgendwie Sozialhilfe, also Hartz IV oder sonst was beziehe, weil das macht den Staat kaputt. Am besten alle würden das holen, dann geht der Staat kaputt und dann gehen wir alle einmal auf arbeiten und bauen ein neues Reich auf. Ihr seht, ich muss dabei gerade lachen, also das tut mir leid. Das ist, an so einen Scheiß habe ich ja auch mal so ein bisschen geglaubt und es ist einfach traurig, so in Erinnerung das wieder hochzuholen. Okay, jetzt ist mir natürlich auch hier ein Fehler unterlaufen. Was ich früher ganz gerne gemacht habe, ist so, dass die Leute, wenn sie mit großen Ideen kamen, so aus einer Bierlaune heraus und zur Sturmeiche mit zwei Bier und dann sagen, mache ich, organisiere ich. Und ich habe immer erstmal zugesagt, weil ich dann in der Hoffnung war, kriegt der eh nicht gebacken, wird nichts. Lass laufen, der meldet sich schon in 3 Wochen und sagt, oh, das ist nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe, ich mache das lieber doch nicht und so weiter und habe dann immer erstmal Ja-Ja gesagt. Dieses Ja-Ja sagen ist natürlich sehr schwierig, weil wenn dann doch mal jemand irgendwie durch Zufall das blinde Huhn Korn findet, dann steht man mit dem Rücken zur Wand und muss das dann irgendwie so durchziehen. So ungefähr ist das hier gelaufen. Wir sind dann nach Wismar auch zurückgefahren und schon im Auto lag Thomas mir in den Ohren und sagte, Digga, nein, nein, ich habe so ein schlechtes Gefühl, der will immer nur was. Immer wenn wir da sind, will der was. Und der denkt immer, der steht über uns und der macht alle schlecht, die gerade nicht im Raum sind, außer den Lunikow. Alle anderen macht der schlecht, hält sich für die Obergranate, das riecht nach Ärger. Ich sag, ja, komm, Ärger, scheiß drauf, das regel ich schon ab. Wir halten alles schriftlich fest. Wenn wir das dann da machen, wenn das nicht klappt, dann beenden wir das Projekt halt wieder. Wir starten da ganz klein, nehmen da kleine Räumlichkeiten, rüsten die ein bisschen aus. Ihr sucht aus dem Lager zusammen. Stellt dann ein paar Kisten, Kartons und so fertig. Soll er sich da an einem An- und Verkauf dann so ein paar Möbel holen und dann rüsten wir den Laden aus. Das habe ich wieder aus meiner Arroganz heraus gesagt, dass ich gedacht habe, okay, ich kann den anleiten, ich kann den so ein bisschen führen und sagen, okay, mach das mal so und so. Zurück in Wismar, dann aber die Story, ich auch wieder die Story so verkauft, so geil, krass, ich werde jetzt einen Laden in Berlin machen und das wird richtig krass und dann sind wir dann mit den Vandalen richtig dicke und mit den Bands und läuft richtig gut und die DST-CD ist ja auch noch in der Presse, also jetzt gibt es richtig Aufschwung. Gab der Kameradschaft auch Aufschwung? Wie gesagt, so geil, wir gehen über die Grenzen hinaus, jetzt sind wir vernetzt und was ich ja immer wieder gesagt habe, ist echt Hashtag No Hate gegen Berliner. Aber Berliner halten sich ja nun mal immer für was Besonderes. Da ist ja jeder eine Nummer, da ist jeder hart. Hat vielleicht so ein bisschen auch was, ja, ist halt eine Mentalitätssache. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das immer so ernst gemeint ist. Kann ja mal ein Berliner hier drunter irgendwie kommentieren, woher das so kommt. Okay, alles vorbereitet. Bolz ist in der Spur, dieses Magazin ist abgesagt, die Grafiken laufen so, bah, geht so. Ich hab dann doch immer lieber meinen aus Wismar genommen. Und wir sind jetzt nicht unbedingt mehr zum Party machen nach Berlin gefahren. Die Erfahrung, die wir da gemacht haben, hat erstmal gereicht und waren wir lieber in unserem Clubhaus, um das wir ja auch noch kämpfen mussten. Aber das kommt ja in den zukünftigen Stories auch noch. Also wir haben noch einen weiten Weg vor uns, Leute. Gönnt euch. Und dann alles vorbereitet. Alles vorbereitet. Bolz mir dann auch immer wieder ganz viele Mails geschickt. Ich habe die auch noch alle so in meinem alten GMX-Postfach. Und dann hatte er schon Design gemacht für den Laden, hatte einen Namen rausgesucht. Der Laden sollte Parzival heißen. Ja, eine Saga-Geschichte aus der germanischen Vergangenheit. Und sollte Parzival heißen, der Laden. Design natürlich so mit Runen und er wollte weg von den Farben Schwarz-Weiß-Rot. Jetzt nicht so wie wir in Wismar hatten, sondern wenn ich das richtig erinnere, war das so ein Baby hellblau-gelb. So war das Design dann angelegt und die Ladenwerbung sollte dann auch immer hinten auf meine produzierten CDs. Ich habe dann ja die CDs, die ich produziert hatte, da waren dann nachher auch mehrere Logos drauf von den unterschiedlichsten Läden, die ich betrieben habe. Also von den Neonazi-Läden, die ich da betrieben habe.
Und dann hat er das immer geschickt und da habe ich gedacht, okay, dieses Ding könnte jetzt wirklich irgendwie so in die Gänge kommen. Was ihm ganz wichtig war, immer wieder in Telefonaten und E-Mails, ja, ich sollte auf gar keinen Fall sagen, dass ich in den Laden mit drin stecke. Das sollte so sein Ding sein, damit die Kameraden wüssten, sie kommen zu ihm, sie können ihn da treffen, ja, können sich noch Autogramm holen. Und ich weiß, ich glaube, war nicht die Zeit der Selfies, sondern eher noch der Duckface-Bilder, ne? Und ich sagte so, ja gut, das war mir jetzt nicht so wichtig, dass ich mich darüber profiliere. Ich war ganz froh, wenn mein Name raus war. Aber natürlich musste ich mit allem hinhalten. Auch da habe ich wieder nicht nachgedacht. Könnte man sagen, Philipp, hast du überhaupt mal je nachgedacht? Nein. Ja. Natürlich ging es darum, dass ich geschäftlich die Verantwortung hatte, die finanzielle Verantwortung und natürlich auch die rechtliche Verantwortung. Das blendet man da so ein bisschen aus, wenn dann jemand sagt, erstmal, ich bin hier das Aushängeschild, ich bin hier der große Motz vom Klotz. Und das habe ich dann so ein bisschen ausgeblendet. Dann kam es wirklich so weit, dass die ersten Immobilienangebote mir rübergeschickt worden sind. Da waren Angebote dabei, als wenn ich Karstadt Berlin übernehmen wollen würde mit Mietangeboten zwischen 3.000, 4.000 Euro, ja. Wo es dann noch Angebote kam aus seiner Richtung, ja, dann machen wir da hinten noch ein Hinterzimmer rein, wo ich dann mit Leuten, was weiß ich weiß gar nicht mehr, was für wirre Ideen da waren, wenn die Kameraden dann kommen, dass er hinten mit denen dann noch Poker spielen könnte, ob man dann noch da Bier verkaufen könnte, ob man dann da sitzen könnte. Und ich sagte so, nein, 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 nein. So ein Laden ist immer unter Überwachung. Ich will da nicht so ein Hinterzimmer, Mafia-Poker. Bier trinken und dann schlafen da die Kameraden hinten auf der Couch und vorne werden Sachen verkauft. Ja, also da musste ich ihn dann schon runterregeln, hatte dann irgendwann so gesagt, es wäre schon schön, wenn wir irgendwie die 1.000-Euro-Grenze, wenn wir da drunter bleiben, ja, den Laden in Wismar, wo die Druckerei drin war und der Laden vom Werwolf-Shop, ich weiß nicht, was der zusammen gekostet hat, aber ich meine vielleicht 600 oder 700 Euro warm. Und da haben drei Leute gearbeitet. Da waren die Druckerpressen und das spielten wir als Selbstständige rein mit zwei Versenden, die da jeden Tag ihre T-Shirts haben drucken lassen. Und der eine stand im Laden und hat Sachen verkauft. Das war okay. Das war jetzt auch nichts, wenn die Leute mal denken, ja, da kann man jetzt die großen Millionen scheffeln. Das geht eher so in die Richtung, dass diese Läden sich manchmal plus minus null tragen. Es ist gut fürs Prestige. Du kannst auch Sachen wegdrücken, die du sonst nicht loswirst. Und ab und zu kann man was hängen bleiben. Aber dass man da sagt, jeder kann sich da jeden Monat irgendwie 1.000, 2.000 Euro rausnehmen von mir und Ingo vom V7, absolut utopisch. Und dann irgendwann hat er gesagt, er hat einen Laden gefunden, der ist bei einem Insolvenzverwalter. Ein Anwalt, der von irgendeinem Immobilien, bla, die Immobilien verwaltet, das hat er irgendwie gefunden im Internet und der Laden wird über den Anwalt vermietet. Schmerzfrei, weil er hatte dann angefragt, ja, wir würden da so eine Art, ja, Rock verkaufen, ja, man geht nie los zum Vermieter und sagt so, meine Güte, also falls Sie drei, vier Bewerber haben, also vermieten Sie doch bitte an uns Neonazis. Sie werden dann in der Zeitung erwähnt, im Fernsehen, da werden Antifa-Demos sein, das Haus wird beschmiert, wenn das Haus wird angegriffen werden, die Scheiben werden eingeschmissen, wir werden vielleicht unregelmäßige Zahler sein, bitte geben Sie uns einen Mietvertrag, ja. Also da geht man dann so ein bisschen geheim vor. Aber da waren wir uns bei der ersten Kontaktaufnahme mit dem Anwalt, den er hatte, sagte, dem war das natürlich scheißegal. Der wollte Hauptsache, wollte der Geld reinspielen als Insolvenzverwalter und das Ding irgendwie loswerden. Das war dann Oberschöneweide. Ich musste das auch vorhin, die Adresse musste ich googeln, die habe ich vergessen. Das war wohl die Marienstraße 1. Und da waren dann die Räumlichkeiten. Da hat er mir gesagt, ja, die Miete beträgt da irgendwie warm 1.280 Euro oder sowas. Wo ich dann schon gesagt habe, 1.280 Euro plus Lohn und Gehalt, plus Nebenkosten, plus Ware, plus alles. Naja, aber er sagt, ja, werden jeden Tag die Kameraden werden aus ganz Deutschland ankommen, um ihn da im Laden zu sehen. Und das wird ein ganz großes Geschäft mit dem Bewerben auf den CDs. Das wird der Hotspot in Berlin und das wird die größte Nummer, die ich je aufgezogen habe. Ja, was? Irgendwie war es das ja auch. Und ganz kurz in eigener Sache, wenn ihr uns unterstützen möchtet, mein Buch ist draußen, Hass macht Gewalt, Spiegel Bestseller.
die Marke hinter dem Produkt, King unter den Kongs. Checkt das mal aus. Unter dem Video sind ganz viele Links, wie ihr uns supporten könnt in unserer Arbeit, Deradikalisierung, Antigewaltarbeit im Internet und oder an Schulen. Also, ganz viele Möglichkeiten. Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert. All das hilft. Vielen lieben Dank und ahoi, Video geht weiter. Mit Magenschmerzen habe ich mir die Unterlagen schicken lassen. Habe dann auch mit dem Anwalt telefoniert und habe gesagt, ja, das läuft dann Mietvertrag über Wismar, weil ich da mehrere Läden habe und so weiter. Dann haut man auch ein bisschen auf die Kacke und so weiter. Mietkaution dann auch irgendwie 3.000 Euro. Der Laden musste noch renoviert werden, da war auch so ein Hinterzimmer. Und der große Vorteil, der mir verkauft worden ist, ich kannte das dann nur über Bilder, weil ich konnte jetzt auch nicht jeden Tag mit meinem A6 Biturbo nach Berlin fahren. Ich habe mehr Sprit durchgepustet, als ich je verdient hätte. Und der Vorteil war natürlich, dass der Laden Rollläden hatte. Er war in einem Stadtteil, wo jetzt nicht unbedingt davon auszugehen ist, dass da jeden Tag irgendwelche Angriffe sind. Und mir sagten die Stadtteile in Berlin sowieso nichts. Ich kenne da irgendwie Mitte, Kreuzberg, Neukölln, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Moabit, wo ich im Gefängnis saß natürlich. Und okay, wirklich mit Magenschmerzen, und hier können einige was lernen. Leute, wenn ihr manchmal Magenschmerzen habt mit Leuten bei Geschäften oder mit Immobilien und so weiter, dann lasst es. Ey, Magenschmerzen sind, da ist einfach, da kommt das Unterbewusstsein durch. Okay, scheiß drauf. Her mit den Unterlagen, unterschrieben, das Ding angemietet. Alle, und das meine ich jetzt wirklich 100%, alle aus meinem Umfeld haben gesagt, lass. Nein, mach ich. Kisten aus dem Lager gepackt. Und das muss man sich dann ja auch so ein bisschen vorstellen. Auch wir hatten dann so ein bisschen mit Thor Steiner gehandelt. Mal Bomberjacken, da gab es mal so einen Versand, ich weiß gar nicht, wie der hieß, der Time, da konnte man so von Militarierzeugs bis Militärzelte bis Jacken, Bomberjacken, auch so nachgemachter Kram und so weiter, ein riesen fetter Katalog, irgendwie 200 Seiten, da konnte man allen möglichen Militärklimbim und Klamotten bestellen, auch sowas immer drin gehabt. Dann den ganzen Klimbim von allen anderen Neonazi-Versandhändlern, mit denen ich gehandelt habe, und dann Kisten gepackt. Natürlich von Premium-Ware, ja, also so wirklich was Thor Steiner, was man immer kaufen musste und war auch ein teurer Einkaufspreis, was man dann so kaufen musste, aber natürlich auch bis hin Klimbim und T-Shirts, die man nicht los wurde und die man dann so für 10 Euro hinhängt, und die Kisten alle gepackt. Dann habe ich Thoman damit beauftragt, irgendwie, dass er zuständig ist dafür, dass das in Berlin läuft. Riesendrama natürlich bei Thoman, kein Autolappen. Das heißt, er musste dann auch noch jemand anderes immer aus der Kameradschaft fragen, ob der dann auch mit nach Berlin fährt, weil ich wollte da jetzt nun nicht immer hin und habe mich jetzt nicht in Berlin gesehen, wie ich da eine Wand streiche und die T-Shirts auf Bügel hänge und dann irgendwie dort aufhänge. Ja, ging los. Schon sehr, sehr schnell trudelten dann halt so immer wieder die Rechnungen ein. Ich hatte dann Bolz so eine Art Budget zur Verfügung gestellt, ja, hatte ihm dann immer Geld überwiesen, hatte ihn dann auch kurzzeitig in ein Kleinstangestelltenverhältnis übernommen, damit ich ihm das überweisen konnte, damit das Amt irgendwie nicht an ihn ran konnte, keine Ahnung, damit den Zahlungen, wenn da Gelder auftauchen. Dann ging es los. Also wie gesagt, erstmal Mietkaution weg, erste Miete haben wir dann rausgehandelt, ist erstmal während der Renovierung nicht. Und dann ging es los. Geld überwiesen, dann wurde gemalt, tapeziert, Sachen gedruckt und dann hieß es, ja, der Kumpel hat mir geholfen, der kriegt 500, der von den Vandalen hat mir geholfen, der kriegt 600 fürs Renovieren. Und ich sagte so, das habe ich mir schon ein bisschen anders vorgestellt. Ich sage, wenn wir hier in Wismar was gemacht haben und den Kameraden, dann hat man einen Grill mal geholt und hat zwei Kisten Bier, eine Kiste Schnaps geholt und dann hat man das als Kameradschaft gemeinsam dann irgendwie so ein bisschen renoviert. Aber dass jetzt die Vandalen und Kumpels aus deinem Umfeld mir jetzt diesen Laden nochmal für 2.500, 3.000 oder 4.000 Euro nur Arbeitsleistung ohne Material renovieren, sehe ich da nicht ein. Ja, das muss jetzt ein, das muss richtig reinknallen und so weiter. Und ich habe schon gesehen, wie hier wirklich, mir flog das so aus der Hand. Immer weiter. Gut, Renovierung. Und Ware. Ware in Transporter, erste Mal Ware hingebracht mit dem Transporter, da war ich auch mit dabei. Alles rein, schon wo wir ankamen, und da möchte ich auch ganz ehrlich sein, wo wir dann bei dem Laden ankommen, wo ich den nach der Renovierung gesehen habe, der war schon okay bis gut.
Ja, also reicht jetzt vielleicht nicht für eine Meisterprüfung, aber das war schon okay. Auch so mit den Rollläden und mit der Seitentür rein. Also vorne gab es eine Tür rein und dann gab es noch so eine, ich weiß nicht, wie soll man das beschreiben? Dann gab es da noch so eine Altstadttür, so wo man dann reingeht und dann an der Seite noch an den Laden reingehen konnte. Ach, ist auch egal. So. Und war so eine Art Tresen drin und waren Stangen aufgebaut und dann sind wir in Berlin noch losgefahren, haben da allen möglichen Klimbim noch gekauft, was man dann so braucht in Möbelladen und hier, wie heißen die hier? Mann, wo man Klamotten dran aufhängt, Klamottenaufhänger, Kleiderbügel. Und Kleiderbügel kaufen, all so ein Scheiß. Und ich sage euch, da fliegt das Geld erstmal weg. So einen Laden aufmachen ist nichts Einfaches. Und Bowls natürlich immer wieder, ja, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche Thor Steine, ich brauche die ganze Kollektion, den Katalog so hingelegt. Ich sage, Digga, wenn ich hier die, wirst du das auch los? Ja, also, weil ich ja nun die Erfahrung hatte, wenn du jetzt von Thor Steiner kaufst und du kaufst dann, was ich, eine Jacke in S, 3 in M, 3 in L, 3 in XL, 2 in XXL und eine in 3XL. Dann kommen alle auf einmal in den Laden und kommen auf einmal nur noch 7 Fette rein und dann brauchst du 7 mal 3XL. Und dann kannst du die auch bestellen und irgendwie dann sagen, die sollen sie in 3 Tagen abholen. Das, was man gerade im Laden liegen hat, das läuft dann immer nicht. Nein, brauche er alles. Okay, habe ich mich breitschlagen lassen, noch bei Thor Steiner irgendwie nochmal für 2.000, 3.000 € zu bestellen, um den Laden auszustatten. Alles immer rein da. Bin ich auf jeden Fall schon mal Erstinvestition, sage ich mal, zwischen 12 und 15 Mille ist gleich erstmal in den Laden platsch rein. Dann, ja, wir brauchen Flyer, ich brauche Visitenkarten, ich brauche hier schnelles Internet. Ich sag so, warum brauchst du schnelles Internet? Naja, wenn ich hier im Laden bin und mal was ist nichts los, dann könnte ich ja für dich dann die Grafiken machen. Ich so, ja, ist ein Argument, könntest du aber auch so am Laptop machen und die Daten nachher per Internet rüberschicken. Ja, okay, scheiß drauf, Internetanschluss bestellt. Nicht nur, dann musste Telefon dann rein. Dann wollte er ein Firmenhandy haben, wo ich dann gesagt habe, ja, nee, also jetzt müssen wir erstmal gucken, also jetzt, wie viele Kameraden du jetzt in diesen Laden hier holst und dass wir jetzt erstmal ein bisschen Umsatz machen, dass wir jetzt erstmal gucken, was läuft. Aber schon immer so kleine Reibereien, immer, also und immer ums Finanzielle. Also es ging immer so, als wenn man wirklich, als wenn man so in so einen Pott greift, der unendlich ist. Und ich habe das immer wieder versucht zu sagen, dass dieses Geld muss ich mit einem anderen Versandhandel reinverdienen und mit dem anderen Laden. Und das ist jetzt nicht ein Millionengeschäft. Naja. Okay, ausgestattet. Immer wieder kam dann auch welche der von den Vandalen vorbei. Ja, der ist cool, der ist das. Und dann rückte der Tag der Eröffnung näher. Wir waren da jetzt schon 3, 4 Wochen irgendwie so am Werkeln, bis es ausgestattet war. Und dann kam der Tag der Eröffnung. Parzival draußen, auch ein Schild extra angefertigt und so weiter. Und kann man bei Google im Internet nachlesen, Parzival Naziladen Berlin oder so, kann man noch 2, 3 Bilder davon sehen. Und dann sind wir losgefahren. Ich hatte 3 Kameraden aus Wismar mitgenommen, die dann zur Ladeneröffnung mitkommen sollten. Was war alles geplant im Vorhinein? Wir hatten vorher Werbung gemacht in allen möglichen Foren. Ich hatte einen E-Mail-Newsletter rausgeschickt. Ich sagte, ja, mein guter Kamerad, der A. Bolz, macht einen geilen Laden in Berlin auf und ich werde auch da sein und da wird es 20% Rabatt geben auf alles oder wahrscheinlich 18,88 oder 14,88% oder sowas Dummes, Dämliches, was man früher gemacht hat. Und habe Newsletter rausgehauen, Leute angeschrieben, Telefon, hier SMS-Rund-Dings gemacht. Also die Werbetrommel gerührt. Und er in Berlin, ich so, ja, ich habe den Vandalen Bescheid gesagt, ich habe den Bands Bescheid gesagt und allen möglichen Freunden und ich habe in ganz Deutschland Bescheid gesagt, richtig geil, kommt vorbei und auch die Jungs vom Werwolf richtig schwer begeistert, ja, lass geil los, lass nach Berlin, machen wir eine geile Eröffnungsfeier und okay. Gut. Bots mich dann angerufen, wir auf dem Weg nach Wismar, auf dem Weg nach Berlin natürlich. Ich könnte das Video auch nochmal neu starten, ne? Auf dem Weg nach Berlin ruft er mich an und sagt so: Ja, wir haben gehört, heute wird die Antifa bei der Eröffnung gegen uns demonstrieren. Und ich sag so: Ah, Scheiße, was heißt das?
Ja, und er sagt so, ja, Polizei steht hier schon überall, beide Straßen sind mit dem Kastenwagen schon zugemacht und wir sind ja gleich morgens losgefahren. Eröffnung sollte dann irgendwie erst 13 Uhr oder was weiß ich, 12 Uhr sein. Und wir sind ja morgens gleich um 5 oder um 6 losgefahren. Und er sagt, ja, Polizei steht hier schon, alles, beides durch. Bei dem Szeneportal in die Media steht das schon drin. Neonazi-Laden eröffnet in Berlin und so weiter. Und Demonstration angekündigt, Polizei, bla bla bla, läuft schon hier alles über den Funk. Meine Gefühlslage, immer wenn ich sowas dann gehört habe, weiß ich heute gar nicht mehr so genau. Zeitweise war das sowas wie eine Auszeichnung und sagt, geil, wir sind wichtig und scheiß drauf oder Stachel im System. Ist natürlich aber trotzdem immer der Gedanke dabei, oh Gott, habe ich keinen Bock drauf. Ja, wollte eine geile Eröffnung, ja, und dann sagte ich so, ja, wie viele Kameraden hast du denn Zusagen bekommen und so weiter, wie viele Leute werden denn da sein? Und dann sagst du, nein, haben alle zugesagt, das wird riesig und die kommen dann auch durch bei der Demonstration und... Und die Polizei hat gesagt, nein, die Antifa muss eine Straße weiter durchgehen und zum Laden wird durchgelassen. Okay, wir kommen an, wir sind frohen Mutes, hatten auch eine Kamera ja damals dabei. Wir wollten auch die Eröffnung filmen, so als Video, ich habe ja schon mal dann hier vor was gemacht mit Videos. Und Kamera dann mitgenommen, wollten dann die Antifa-Demo auch abfilmen und unsere Ladeneröffnung filmen, so auch als Erinnerungsstück und so weiter und auch als Promotion. Kommen dann in Berlin an und ich komme im Laden an und ich sag so, ich dachte, das soll hier eine Eröffnungsfeier werden. Hier ist ja nichts vorbereitet. Ja, ich dachte, wir fahren jetzt zur Metro und besorgen dann jetzt alles und dann bauen wir alles auf und dann machen wir hier alles fertig oder wir holen geiles Catering, bestellen hier bei irgendeinem Restaurant und bestellen dann geiles Catering für nachher und die sollen auch Getränke mitliefern. Ich sagte ja, nein, ich bin hier 15 Mille hinten, ich rufe jetzt definitiv kein Restaurant an, die jetzt hier für 1000 Euro Catering bringen, ich weiß auch nicht, wie viele Leute kommen und dann sind wir schnell zur Metro gefahren. Polizei natürlich durch, immer wieder, Kontrolle, nur hier Personalausweis, ja, was wollen Sie hier? Ich sage, ja, ich bin hier der Inhaber des Ladens und so weiter, ja, okay, alles klar, so durch. War also nichts Größeres, also die Kontrolle der Polizei, das muss man auch mal sagen. Sind wir zum Metro noch gefahren und dann haben wir einen Einkauf gemacht. Sage ich mal so, Familie wollen nie mal 20. Und wirklich mit zwei Einkaufswagen, weil er sagte, ja, es wird eine Feier und dann werden wir da bis abends dann abhängen und dann wollen wir noch Bier trinken und dann sind wir am Laden und die Leute sollen kaufen und dann bauen wir da noch zwei, drei Tische auf. Und ich sagte, Digga, das geht hier in zwei, drei Stunden los, was willst du denn jetzt aufbauen? Ich meine, was willst du jetzt hier schnell Catering machen? Ein Mad-Igel und ein Käse-Igel oder was? Ja, und dann allen möglichen Klimbim gekauft, habe mich noch dazu belabern lassen, noch irgendwie belegte Brötchen bei irgendeinem Bäcker für 100 Euro zu kaufen oder so. Und sind dann da angescheppert im Laden, wo es eigentlich darum ging, was zu verkaufen. Sind wir angescheppert erstmal mit diesem riesen Catering. Und rein dann, Polizei draußen aufgebaut und dann war ich da mit Bowls, dann waren da zwei, drei seiner Kumpels. Ich glaube, der Germane war noch da. Und dann waren wir so 7, 8 Leute, waren wir an diesem Laden und bauen dann dieses Catering auf in dem Laden, dass du gar keine Klamotten und gar nichts mehr gesehen hast. Ja, meine Stimmung war schon so, dass ich sagte so, naja, also jetzt sind wir jetzt hier auch schon 3, 4 Stunden in der Gänge. Ich hoffe, dass wir 13 Uhr offiziell die offizielle Eröffnung machen können. Ja, dass das so wirklich losgeht und dass das jetzt auch reinscheppert. Ja, nicht nur, dass hier nur Catering ist. Und wenn du mit dem Gefühl schon bei deinem neuen Laden startest, natürlich ist man nervös, kommen jetzt heute bei der Eröffnung genug Gäste und wird das gut ankommen, werden die Leute das feiern, aber der Magen hat schon alles andere gesagt. Und dann die Zeit verstrich. 30 Minuten. Und ich sag so, wo sind denn deine Kameraden? Wann sind wir hier von dem Laden? Die Demonstration geht bald los. Die war irgendwie angekündigt für 13:30, 14 Uhr, keine Ahnung mehr. Ja, und ich sag, wo bleiben die denn alle? Ja, die kommen, wird gleich, vielleicht kommen die erst nachmittags, aber ich habe allen Bescheid gesagt und so weiter. Und dann standen wir irgendwie mit 8, 9, 10, 11, 12 Leuten an dem Laden, auf einmal die Polizei alles zugemacht, ja, die Straße zugemacht und dann hört man schon so um die Ecke, was sehe ich, Antifaschista, Antifaschista,
Ja, Alerta, Alerta, Antifaschista. Und dann hört man das schon. Ich sage, Digga, wir sind hier 10, 12 Leute. Wo ist die Berliner Szene jetzt? Und wo die Berliner Szene und wann die gekommen ist und wie die gekommen ist, wie das mit der Demo weiterging, wisst ihr was, Leute? Das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.